Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Herzlich willkommen zu meinem 217. Video und zu dem Abschluss des vorgelegten Aeneas-Textes. Wir machen den letzten Satz, der war nicht so schwierig, der ist immer noch nicht so schwierig. Und zwar, nec minus Aeneas casu concussus in equo prosequitur lacrimis longe et miseratur euntem. Wir sehen erstmal wenig Satzzeichen, was uns erschreckt. Dann sehen wir aber ein et und sofort gefolgt von einem Verb. Wir atmen auf und schauen uns der Form mal an. Prosequitur, da brauchen wir noch niemals im Lexikon nachzuschlagen. Und erfolgt. Ich mache mal hier eben so ein bisschen Platz hin. Die Hilfen brauchen wir nicht mehr. So. So, Aeneas ist das Subjekt, Aeneas folgt, also Aeneas und nicht weniger. Achso, ich wollte ja nicht interpretieren, nichtsdestotrotz. Nein, ich schreibe jetzt und nicht weniger folgt Aeneas. Und nicht weniger folgt Aeneas. Ja, jetzt muss man hier, ihr steht hier jetzt nicht ihr und nicht weniger folgt Aeneas. Ihr longe, weit, lacrimis, unter Tränen. Tränen. Und jetzt haben wir noch casu concussus in equo. Da müssen wir so ein bisschen, wir haben natürlich den Verdacht, dass es sich um ein Verb handelt, und nachdem wir im Lexikon nachgeguckt haben, wissen wir, dass das von concutere kommt, heftig erschüttert, casu in equo, auch das finden wir im Lexikon, durch das harte Schicksal, heftig erschüttert, durch das harte Schicksal, heftig erschüttert, durch das harte Schicksal, durch das harte Schicksal, et miseratur euntem, und miserari beklagen, und er beklagt, ja, jetzt schön euntem, ja, und er beklagt euntem von ihrem Partizip, Präsens aktiv. Er beklagt ja, wer geht weg? Wir haben eben gefragt im letzten Video, Dido geht weg, und er beklagt die Weggehende. Oh, das ist so schön traurig. Ja, Weggehende. Deshalb mache ich auch so viele Rechtschreibfehler. Weggehende. So, ich hoffe, die Sache hat euch Spaß gemacht, weil wir einmal bei Vergil sind. Und die Aeneas bleiben wir gleich dabei. Ich glaube, ich habe noch den einen oder anderen schönen Text. Den schicke ich gleich hinterher, dann ist das auch ganz gut für meine Sammlung. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich finde das riesig nett, wenn ihr das durchgehalten habt. Wie gesagt, die Aeneas ist nicht einfach. Ich bedanke mich für die vielen Kommentare, für die vielen Abos, für die vielen Klicks, und freue mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin sage ich Tschüss.